In diesem Video möchte ich auf ein Video vom englischen YouTuber OnlyAbitJuang reagieren, welcher in seinem neuesten Video insgesamt 50 interessante Details in The Sims 4 zusammengetragen hat. Viel Spaß beim Ansehen! Auf YouTube gibt's wirklich viele gute und interessante Sims-YouTuber und so auch der YouTuber OnlyAbitJuang, der immer ziemlich regelmäßig ganz viele Videos zu den Sims macht, so wie auch jetzt das aktuellste Video, was er gemacht hat. Und zwar hat er sich mal die Sims 4 genauer angeguckt und das so ein bisschen mit den Vorgängern verglichen und Details rausgearbeitet, die es halt in den Vorgängern nicht gab. Kleine Details, die einem gar nicht so schnell auffallen, aber die es wirklich im Spiel gibt. Und ich fand das so, das Video so gut, dass ich es mir nochmal gemeinsam mit euch angucken wollte und euch mal so ein bisschen zeigen wollte, was genau so in The Sims 4 steckt, welche Details. Wenn ihr euch das Video selber nochmal ohne mein Gequatsche anhören wollt, dann habe ich euch das natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr es euch auf jeden Fall nochmal angucken. Aber ich würde sagen, jetzt geht's los mit meiner Reaktion auf dieses Video. Das finde ich wirklich ein cooles Detail, was wir auch am Anfang von The Sims 4 gesehen haben. Es ist nämlich so, wenn die Sims abwaschen, dann tun sie wirklich die Sachen, die auf dem Teller noch sind, die Reste, tun sie in den Mülleimer und das war vorher nicht der Fall. Da wurde immer direkt abgespült, ohne dass ja die Sims sich darauf konzentriert haben, erstmal die Reste wegzumachen, wie man es ja in echt machen würde. Fand ich eigentlich ganz cool. Also so kleine Details machen das Spiel halt einfach irgendwie besser. Ja, der nächste Punkt dann, beziehungsweise der dritte Punkt, die Sims können in The Sims 4 den Woohoo-Talk führen, also das Techtelmechtel-Gespräch, auch irgendwie sehr witzig, gehört nun mal dazu. Aber ja, kleine lustige Interaktion, wie ich finde. Ja, die Gangarten, ganz am Anfang von The Sims 4 wurden sie groß beworben, in The Sims 4 kann man Gangarten einstellen, war in den Vorgängern nicht möglich. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, aber bei mir ist es leider so, ich ändere diese Gangarten nie. Also, meistens sind die immer auf der Standardeinstellung, aber so wirklich was ändern tue ich da nicht wirklich. Also, da, ich lasse es meistens immer so wirklich, wie es ist. Das, ist mir eigentlich völlig egal, wie die Sims laufen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, auch wieder so eine kleine Sache, die man wirklich nur mitbekommt, die mir ehrlich gesagt vorher auch noch nicht so richtig aufgefallen ist, wenn man sich die Sims 4 mal ganz genau anguckt. Die Sims hinterlassen Fußabdrücke. So ein kleiner Fakt, aber in die Sims 3 war das nicht der Fall. Man sieht es hier, ja, die Sims laufen, ohne dass man irgendwas sieht, auch ein bisschen unrealistisch. Aber so kleine Sachen, finde ich, machen das Ganze dann doch ein bisschen realistischer. Ich liebe diese Art von Videos auch allgemein. Also ich finde, er hat da einen mega guten Job gemacht. So allgemein so kleine Mini-Details finde ich immer ultra interessant, was sich die Entwickler da so überlegt haben, woran man auch voll oft nicht denkt. Ebenfalls eine Sache, die es bei den Sims nicht richtig gab vorher. Wenn die Kinder spielen, werden so ganz klein diese kleinen Animationen hier angezeigt, die herumwabern, was die Sims-Kinder quasi denken. Gab es vorher in The Sims 2 und The Sims 3 auch noch nicht so ganz. Hier, man sieht es hier besonders gut. Hier auch, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so wirklich gesehen, dass das im Spiel gibt. Hier, die Sims-Kinder tun so, als wären sie hier Piraten im Boot und kämpfen hier gegen böse Meeresmonster. Auch vom Steam, man erkennt, dass es natürlich nicht, dass es nur diese Gedanken sind hier in diese kindlichen Gestaltungen. Eigentlich finde ich das mega. Also, ich glaube, dass erstmals wurde das so ein bisschen mit dem Kleinkind-Accessoire-Pack eingeführt. Und dann später haben sie es auch noch mit anderen Packs immer mal wieder so reingebracht. Hier auch wieder bei den Kindern, die Monster unterm Bett haben. Ich kann mich noch erinnern, als es reingebracht wurde. Die kamen viel zu oft und dann haben die gefühlt alle drei Tage, wenn die Sims-Kinder geschlafen haben, rumgenervt. Aber jetzt mittlerweile nicht mehr so oft, ja. Monster unterm Bett gab es auch in The Sims 3, aber mit denen konnte man nicht interagieren. In The Sims 4 auch ein bisschen besser gelöst. Jetzt als nächstes das Multitasking in The Sims 4. Ja, Sims können ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Hier können gleichzeitig laufen und Fernsehen gucken. Also für alle, die die Vorgänger nicht so gespielt haben, wirklich seit The Sims 4 erst dabei sind, das ist ein Feature, was exklusiv The Sims 4 ist, beziehungsweise in The Sims 4 besonders, sagen wir mal, gut ausgebaut wurde. Funktioniert manchmal immer noch nicht so ganz gut, aber schon deutlich besser. War auch was bei The Sims 4 unfassbar beworben wurde am Anfang. Ja, ich hoffe, das sollte auch bei The Sims 5 so bleiben, wenn es einen The Sims 5 geben sollte. Also war schon eine, finde ich, sehr gute Ergänzung. Irgendwas, was auch
die Sims dann doch weitergebracht hat. Man kann jetzt einfach mehrere Sachen gleichzeitig machen und muss nicht mehr warten, bis die Sims hier eine Sache abgeschlossen haben. Okay, in der Badewanne sich hier was zu trinken holen ist auch möglich. Die Sims können einfach am Poolrand sitzen. Auch etwas, was es in den Vorgängern nicht wirklich gab. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als die Pools wirklich ins Spiel gepatcht wurden, war ich davon. Ich habe mir den Trailer angeguckt, war natürlich begeistert, aber das, was mir wirklich am meisten im Kopf geblieben ist, ist diese Sache. Ja, eigentlich so banal, aber ging vorher auch noch nicht. Den Fakt fand ich auch sehr witzig. Wenn die Sims Klamotten anhaben, dann zeichnet sich der Sonnenbrand, wenn sie einen haben, dann wirklich an den Klamotten ab und passt sich dem an. Man sieht es hier, also eigentlich auch so eine kleine Sache. Aber dass sie daran gedacht haben, ist ganz gut. Manchmal regt man sich in die Sims 4 ein bisschen auf, weil sie offensichtliche Sachen vergessen. Aber das haben sie doch ganz gut umgesetzt. Wie man sieht, in die Sims 2 war es noch nicht ganz so gut gelöst. Auch ein kleiner Fakt, den man gar nicht mal so wirklich auf dem Schirm hat, glaube ich mal. Tiere auf Saugrobotern. Ich habe das in meinem Spiel ehrlich gesagt noch nie so wirklich gesehen, aber das ist auch sehr witzig. Jetzt spricht er darüber, dass die Sims-Tiere auf den Theken und auf allen möglichen Objekten herumlaufen können, was vorher in den anderen Teilen auch nicht möglich war. Ich kann mir echt vorstellen, dass die Entwickler da ganz schön lang dran gesessen haben, weil das nach einer einigermaßen komplexen Sache aussieht. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie ganz niedlich, weil es ja auch irgendwas ist, was in echt passiert. Ja, aber ehrlich gesagt, dass es in den Vorgängern gar nicht möglich war, hatte ich jetzt auch noch nicht ganz so auf dem Schirm. Die Tiere konnten auf die Theken zwar springen, aber nicht wirklich darauf herumlaufen. Also auch wieder eine Sache, die die Sims 4 da vielleicht ein bisschen besser macht. Es ist in die Sims 4 möglich, wenn die Sims ein Lagerfeuer anmachen, dass das dann von den Geistern heimgesucht wird. Ist mir im Spiel auch noch nie passiert. Vor allem, schaut euch das mal an, hier ist ja dann auch hier so ein richtiger Totenkopf. Also auch einigermaßen detailliert umgesetzt, finde ich irgendwie auch ein ganz cooler Fakt. Auch sehr witzig. Habt ihr schon mal den Sensenmann im Spiel danach gefragt, was er eigentlich so arbeitet? Es kommen da wirklich ein paar ganz lustige Antworten. Das müsst ihr, glaube ich, auch mal ausprobieren. Und wenn ihr das Strangerville Pack installiert habt, dann könnt ihr auch den Sensenmann abhören und das, was er so zu erzählen hat. Hilarious, love this job. Also der Sensenmann scheint mit seiner Arbeit ganz zufrieden zu sein. Das ist auch sehr witzig. Dann haben wir weiter die Fahrräder in die Sims 4, die von der Animation sehr viel besser gemacht sind als noch in den Vorgängern. Wie man sieht, wenn die Sims hier den Berg runterfahren, dann triebeln sie nicht, weil das braucht man ja nicht, wenn man schon den Schwung vom Berg hat. Also ja, es sieht einfach realistischer aus. In die Sims 3 zum Beispiel war es auch in den Autos so, die Sims saßen da, aber haben sich, wenn man genau hingeguckt hat, wirklich überhaupt nicht bewegt. Da war keine Animation. Auf dem Fahrrad, ich glaube, die Sims haben halt die Beine bewegt, aber so wirklich gut sah das jetzt auch nicht aus. In die Sims 4, ja, eine ganze Ecke besser. Auch so eine Sache, die Grabsteine, je nachdem, was eure Sims für eine Art sind, also ob sie ein Vampir sind oder ein Alien oder so, haben verschiedene Grabsteine. Also haben die Entwickler auch daran gedacht, dass das so ein bisschen erkenntlicher ist. Leider haben sie aus irgendeinem Grund, die Meerjungfrauen vergessen. Das ist ein bisschen schade, aber ja. Jetzt geht's nochmal um die Kleinkinder, die in The Sims 4 teilweise wirklich doch eine Ecke besser umgesetzt wurden. Die können nämlich mit allerlei Objekten, wie man sieht, interagieren und dann auch Sachen rausziehen, die man da so finden würde. Also irgendwie eigentlich auch ganz cool gemacht. Das wusstet ihr bestimmt auch noch nicht. Ja, ich vor dem Video ehrlich gesagt auch nicht, aber wenn die Sims die Wissenschaftlerkarriere aus an die Arbeit eingeschlagen haben, dann können sie nämlich diesen, was man gerade gesehen hat, diesen kleinen Satellit aufstellen und dann taucht, wenn man den Fernseher anklickt, taucht ein neuer Sender auf, wie man sieht, Watch und dann ganz viele Sonderzeichen. Ja, und dann, ja, die Alien-Kochshow, man kennt sie natürlich, aber irgendwie auch ein cooles Detail. Ich finde das irgendwie witzig. Jetzt kann man hier Alien-TV bei den Sims gucken. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Detail, was wahrscheinlich vielleicht 1% aller Spieler wirklich aufgefallen ist.
Das hat mich so überrascht. Ja, ihr müsst kurz aufpassen. Achtet nämlich mal auf die Augen. Je nachdem, was ihr für eine Interaktion an diesen großen Kuscheltieren aus diesem Sphere ausführt, verändern sich die Augen. Jetzt, man sieht eine freundliche Interaktion, die Augen sind glücklich. Jetzt gleich, ja, sie schlägt dieses fette Plüschtier hier und die Augen sind nicht mehr ganz so glücklich. Also, habt ihr das schon mal bemerkt? Warum? Also, es ist so ein winziges Detail, aber da haben die Entwickler gedacht, das muss unbedingt mit rein. Es ist aber eigentlich wirklich ganz cool. So Sachen erfährt man teilweise wirklich nur in dieser Art von Videos. Wenn der Sensenmann etwas trinkt, dann entsteht unter ihm eine Pfütze. Irgendwie ist das, ich weiß auch nicht, damit Sachen, die ich doch viel lustiger finde, als sie eigentlich sein sollten. Da hat jemand wirklich bei EA sich rangesetzt und gesagt, okay, das packen wir auf jeden Fall mit rein. Das ist wichtig. Der Sensenmann ist also nicht nur ein normaler Sim mit hier ein bisschen Rauch und einem anderen Outfit, sondern naja, da wurde wirklich ein bisschen Zeit rein investiert, das auch ein bisschen realistischer zu machen. Man kann in der An-die-Arbeit-Karriere einen Alien enttarnen. Sie ist in dem Fall ein Alien. Er nimmt hier ihre Fingerabdrücke, aber ja, scheinbar das System erkennt es und damit ist sie enttarnt. Arbeitet hier auch ganz gut zusammen. Jetzt kommen hier die wichtigen Details. Die Sims können aus zwei Gläsern gleichzeitig trinken. Wusstet ihr nicht, aber jetzt wisst ihr es. Jetzt auch wieder so eine kleine Sache, die mir noch nie aufgefallen sind. Je nachdem, was für Qualitätsstufen die Getränke haben, haben sie eine andere kleine Verpackung. Das hier ist ein, glaube ich, Milch mit einer guten Qualität und das mit der schlechten Qualität, genau. Und ja, ich meine, es ist zwar meiner Meinung nach ein bisschen bedenklich, dass die schlechte Milch hier so eine braune Suppe ist. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt trinken wollen, aber sie haben auf jeden Fall daran gedacht, dem einen unterschiedlichen Stil zu geben. Also wie man hier sieht, die gute Qualität und hier die schlechte Qualität. Fand ich auf jeden Fall eigentlich auch ganz cool, dass sie daran gedacht haben. Ja, hier in so einem Plastikbecher. Ja, ich möchte trotzdem, nein, ich will gar nicht darüber nachdenken, was da drin ist. Hier sind das siffige braune Wasser, was auch immer man bei Wasser so falsch machen kann. Aber es ist im Spiel. Auch wieder ein ganz cooles Detail, diesmal auf die Tiere bezogen. Die Tiere in The Sims 4 können nämlich im Wasser schwimmen. Das ging in den Vorgängern nicht, in The Sims 2 ging es gar nicht. Und in The Sims 3 war es so, dass die Tiere zwar im Pool schwimmen konnten, aber halt nicht im Meer. Da gab es keine Interaktionsmöglichkeit. Also in The Sims 4 wieder ein bisschen besser gelöst. Die Leitern, die mit dem Update vor dem Inselleben-Erweiterungspack hinzugekommen sind, haben eine weitere Interaktionsmöglichkeit und zwar kann man da auch einfach runterrutschen. Es ist sehr praktisch, ich glaube in echt wird es ganz schön an den Händen wehtun, aber in The Sims 4 können die Sims runterrutschen, was vorher nicht möglich war. Also in den vorigen Teilen, finde ich eigentlich auch ganz cool. Also da haben sie nicht nur das Mindeste reingepackt, sondern sie haben eine weitere kleine Interaktionsmöglichkeit eingefügt. Und mal wieder so ein kleines, realistisches, aber sehr cooles Detail. Wenn man, wenn die Sims direkt vor dem Pool stehen und den Ball werfen, dann landet er auch wirklich im Wasser. Fand ich, als ich es gesehen habe, eigentlich auch sehr, sehr süß, dass sie das so mit reingebracht haben. Ich glaube, das ist auch wieder was, was so ein kleines bisschen mehr Aufwand für die Entwickler ist. Deswegen auch sehr cool. Und als letztes, ja, ein kleines, sagen wir mal, entferntes Feature. Früher konnten die Kuhpflanzen nämlich, wenn sie neben der Stereoanlage standen und die an war, konnten sie tanzen, haben so mitgeschwungen, aber das ist mittlerweile leider nicht mehr ganz so. Und es gibt sogar wirklich Petitionen, die unbedingt wollen, dass die Kuhpflanzen wieder tanzen. Ich bin jetzt in diesem Video nicht auf alle Details aus den Videos eingegangen, aber ihr könnt natürlich gerne in der Beschreibung das komplette Video euch nochmal angucken. Und man muss jetzt auch mal festhalten, auch wenn manchmal die Entwickler Sachen machen und Entscheidungen treffen, die man so als Spieler nicht ganz versteht, warum so große Features fehlen in Erweiterungen, die vielleicht in vorigen Teilen drin waren, muss man ja auch festhalten, dass viele Sachen immer deutlich besser gemacht werden als in den Vorgängern, wie auch diese Details, die ich alle ziemlich cool fand. Und ja, ich glaube, so 15% kannte ich schon vorher.
beziehungsweise ja, waren, wusste ich schon, aber ja, es gab viele Sachen, wo ich auch einfach die irgendwie nie so wirklich bemerkt habe oder die ich einfach wieder vergessen habe. Zum Beispiel das mit der Kuhpflanze habe ich, meine ich, schon mal gesehen. Auch das mit dem, dass man die Leiter runterrutschen kann, wusste ich schon, aber irgendwie hatte ich das auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Details ihr schon kanntet. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.